Derzeit dient das alte Schulgebäude in der Andrej-Sacharow-Straße im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch als Ausweichschule. Schüler der Schule Campus am Turm werden hier unterrichtet, da ihre ursprünglichen Räume zurzeit renoviert werden. Allerdings ist auch das Ausweichgebäude stark sanierungsbedürftig. Die Fassade und die morschen Fensterrahmen bestätigen das Alter des Objektes. Mitte der 70er Jahre wurde die Schule gebaut. Konkrete Vorhaben mit der alten Schule hat die Stadt allerdings nicht, berichtete die SVZ in ihrer Ausgabe vom 7. Februar. Die Schule in der Andrej-Sacharow-Straße soll zunächst weiterhin als Ausweichstandort dienen. Die Schüler können voraussichtlich zum Schuljahr 2023/24 in ihre dann frisch sanierten Räume in der Schule Campus am Turm zurückkehren. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 12 Millionen Euro.